Löst Psalm 63 bei Ihnen irgendetwas aus, wenn man Ihnen es gesagt hätte, bevor Sie ihn jetzt gelesen haben? Nein. Psalm 23, da leuchten Ihre Augen. Psalm 50, 15, das kennen Sie auswendig. Psalm 37, befiehl du deine Wege. Das sind so Sachen, da löst der Psalm was aus. Bei Psalm 63, bei allem Respekt für Ihren Bibelwissen, gehe ich davon aus, dass bei den meisten da gar nichts auslöst. Also müssen wir die Spur finden. Wir müssen den Weg finden. Wir müssen Schritte hineingehen, dieses Wort Gottes, was uns gegeben ist für diesen Wort Gottes, was uns gegeben ist für diesen Sonntag. Das Erste, was wir entdecken, ist, dass die Christenheit dieses Wort als einen täglichen kirchlichen Morgenpsalm seit fast 2000 Jahren nutzt. Seit fast 2000 Jahren nutzt die christliche Gemeinde diesen Psalm als einen täglichen Morgenpsalm. Warum? Weil gleich am Anfang, wenn es da heißt, du Gott bist mein Gott, den ich suche, nicht das normale Wort für suchen steht, was sonst und meistens in der hebräischen Sprache dann da steht, sondern steht ein Wort, was gleichzeitig den Morgenaufgang, die Morgenröte meint. Also eigentlich müsste man übersetzen, du bist mein Gott, den ich früh suche, so früh, wie man noch gar nicht sehen kann. Wenn gerade der Tag anbricht, dann bin ich schon bei dir. Und deswegen ist er zum kirchlichen Morgenpsalm geworden. Und dann lesen wir natürlich, dass es ein Psalm Davids ist. Und freundlicherweise haben wir ja auch dann in der Bibel eine Angabe, wo wir uns ungefähr den David vorzustellen haben, wenn Psalm 63 für ihn Realität wird. Und wenn da die Rede ist in der Überschrift, dass er in der Wüste Juda war, ja, dann könnte man zuallererst natürlich an die Zeit, zur Zeit des Königs, mit Auseinandersetzung mit dem König Saul denken. Und die meisten Bibeln führen uns auch in den Belegstellen auf Passagen wie 1. Samuel 22. Doch man muss dann schon arg viel rumbiegen, um es noch passend zu machen, wenn es dann in Vers 12 am Ende heißt, der König freut sich in Gott. Denn das war zu der Zeit ja gerade nicht. Aber wir haben eine andere Passage im Leben des David, wo das stimmt. Wo er sowohl König war, als auch in der Wüste in Juda war, als auch in einer ganz bestimmten Not und Bedrängnis, wie sie insbesondere in den Versen 10, 11 und 12 ja beschrieben wird. In der größten Staatskrise zur Regierungszeit des Königs Davids, in einer der größten persönlichen Katastrophen seines Lebens, war der Mann in Juda, in der Wüste. Das war bei dem großen absalomischen Aufstand, wo er fliehen musste wie ein gejagtes Stück Vieh, wo sein eigener Sohn ihn aus der Stadt hinausgejagt hat und er unten in der Wüste Juda nicht wusste, wie geht's weiter. Kommt Gott, macht Gott was, wird er was tun, was wird er tun, keine Ahnung. Da war er in der Wüste in Juda. Da hieß es dann wirklich, sie trachten mir nach dem Leben. Das Wort, was da steht, ist heftig. Sie sind für mich zum Verderben. Da steht ein Fachausdruck, den viele von Ihnen kennen. Sie sind für mich die Shoah. Das ist der Ausdruck, den wir heute nutzen, um den Holocaust in Israel zu beschreiben. Sie sind für mich die Shoah. Sie sind für mich das komplette Verderben. Aber sie werden in die Tiefe der Erde hinunterfahren. Sie werden dem Schwert dahingegeben, den Schakalen zur Beute. Während der König aber freut sich jetzt schon, mitten in der Wüste in Juda, in Gott. Denn wer bei ihm schwört, beim lebendigen Gott schwört, der darf sich rühmen, wenn dann die Lügenmäuler verstopft werden. Das ist David. Die Not, die er hier beschreibt, die ist dramatisch. Die ist absolut dramatisch. So eine Not hat dieser Mann noch nie erlebt. Und trotzdem, Sie kennen ja manchen Psalm von David, wirkt er, ja ist abgeklärt der falsche Ausdruck? Es ist irgendwie etwas anderes in ihm, etwas anderes, was auch jetzt diese Not ausmacht. Die ist zwar da und die wird massiv beschrieben, sogar mit Ausdrücken wie bei der Rotte Korach, nachher beim Untergang, ganz klar. Aber doch scheint sie in einem anderen Rahmen an ihn heranzutreten, an diesen David, an diesen König. Wir spüren in diesem Psalm eine ganz große Sehnsucht nach Gott. So wie Psalm 42, 43, meine Herz, meine Seele lechzt nach dir, wie dieser Hirsch lechzt nach frischem Wasser. Also der Korachitenpsalm 42, 43 ist quasi die spiegelbildliche Parallele zu unserem 63. Aber der Unterschied ist, hier in unserem Psalm 63 ist es nicht nur Sehnsucht, die ist erfüllt. Die ist erfüllt. Der Mann steht jetzt nicht nur da und sagt, ich hätte gern, sondern der Psalm ist voll von Erfüllung. Wie einer sagt, der Psalm vermittelt Hoffnung, dass es nicht nur bei einer Sehnsucht bleibt, sondern dass Gott wirklich diese Sehnsucht nach ihm tatsächlich erfüllt. Und deswegen haben wir einen ganz einzigartigen Psalm vor uns. Und je länger man ihn liest und auf sich wirken lässt, denkt man, das ist was ganz Besonderes, was der 63. Psalm ist.
der alten Ausleger, der bringt uns jetzt auf die richtige Spur, wenn Sie im alten Kommentar von Delitzsch lesen, hier im 63. Psalm haben wir ein Minnelied des David vor uns. Das stimmt. Das stimmt. Das ist ein Liebeslied. Das ist ein Liebeslied von David an seinen Gott. Sie kriegen mitten in der Bibel ein Liebeslied. Ein Liebeslied einer ganz tiefen, einzigartigen, fast intim beschriebenen Gemeinschaft zwischen einem Menschen, David, dem König, einem Glaubenden und dem lebendigen Gott. Wenn wir das im Hinterkopf haben, dann lesen wir diesen 63. Psalm nochmal ganz anders. Hier ist von einem Liebeslied die Rede. David lässt uns hineinschauen in seine einzigartige Beziehung, die er hat zu Gott. Wenn wir das begreifen, dann lösen sich einerseits natürlich viele Dinge auf, klar. Einerseits wird dann vieles klar, schön, beeindruckend, deutlich. Es wird einem klar, warum dieser David hier in diesem Text uns erscheint als ein tief ausgefüllter Mann, obwohl alles, aber auch wirklich alles um ihn herum schiefläuft. Der ist satt, heißt es ja. Wie bei einem Festessen, lesen wir in Vers 6. Der hat eine unglaubliche Abhängigkeit, in der er ist, nämlich vom lebendigen Gott. Ohne diese Beziehung kann er nicht mehr leben. Ein Verzicht darauf ist für ihn undenkbar. Er kann ohne diese Beziehung nicht leben. Das ist keine Nebensächlichkeit. Der ist glücklich, der ist zufrieden, obwohl er mittendrin ist in einem dramatischen Sturm. Er bekommt vom lebendigen Gott Hilfe. Nicht nur eine Sache, er bekommt Gott selber. Er will ihn haben. Der ganze Psalm ist voll von Pronomina. Ich strecke mich aus nach dir, nach dir, nach deiner Macht, deine Güte. Dich will ich loben, deinen Namen nennen, dich mit fröhlichem Mund loben, deine Flügel, an dir hänge ich, deine Rechte. Immer, es geht nur um diesen einen, den er kennengelernt, den er lieben gelernt hat, dessen Liebe er erlebt hat. Das ist ein Liebeslied. Und deswegen kommt in diesem Liebeslied auch diese eigenartige Ganzheitlichkeit vor, die uns fasziniert. Da ist die Rede nicht davor, dass eine Seele sich zu Gott hinschreibt. Viermal, es gibt sonst nicht in der Weise einen Psalm, viermal ist von meiner Seele die Rede. Es ist die dürstende Seele, die wird zuerst genannt in Vers 2. Dann ist die Rede von der gesättigten Seele in Vers 6. Dann kommt die anhängende Seele, die taucht in Vers 9 auf. Und zum Ende kommt die bedrohte Seele, die wird dann noch einmal in Vers 10 erwähnt. Viermal meine Seele, ein innerer, den ganzen Menschen, die ganze Person betreffenden Vorgang, eben Liebe. Nicht nur was Kognitives, aber auch alles betreffend. Er beschreibt sich. Sein ganzes Fleisch ist mit drin, seine ganze Person, sein ganzes Menschsein, seine Lippen, seine Hände. Das geht eben frühmorgens los und geht in der Nacht gerade weiter. Da ist Essen und Trinken als Metapher ganz wichtig. Danken und Loben, Suchen, alles dient. Dieser ganze Mann ist mit einem Thema gefüllt. Eine Sache erfüllt ihn, diese Liebe zum lebendigen Gott. Also das löst einerseits viele, viele Fragen. Wenn wir hier einen von Gott geliebten und Gott liebenden König David sehen, löst viele Fragen. Andererseits wirft es unendlich viele Fragen auf. Das wirft natürlich Fragen auf, viele Fragen. Es ruft auch ein Staunen auf, nämlich zum Beispiel, dass es so etwas überhaupt gibt. Bitteschön, das sind ja nun wirklich nicht gleichwertige Partner. Auf der einen Seite allmächtige Gott mit allem, was zu ihm gehört, der er eben ist, der Allmächtige. Und auf der anderen Seite wir, normale Menschen, dass es so etwas überhaupt gibt. Andere Religionen, undenkbar. Gehen Sie durch die Ideologien und Religionsdschungel dieser Welt. Sie finden sowas nirgendwo, wie es hier im 63. Psalm steht. Bei dir, meinem Gott, in deiner Liebe bin ich satt geworden wie nach einem Festessen. Gibt es nirgendwo. Es ist ein Liebeslied, es ist eine Liebesgeschichte, es ist eine Liebesbeschreibung. Das zu begreifen, das gehört zum innersten Geheimnis, zum Kernbestand des christlichen Glaubens. Dass wir nicht nur irgendwelche Angestellte beim lebendigen Gott sind, Ordnungskräfte, Personal oder was auch immer, sodass David, der große prophetische David uns hier etwas vorlebt, was ganz Einzigartiges vorlebt, wie man mit dem lebendigen Gott in Jesus Christus leben darf. So,
so wie er. Die nächste Frage, die wir uns natürlich stellen, ist, wie ist das denn geschehen, David, wie ist das denn dazu gekommen, dass du sowas sagen kannst? Und dann werden wir zum einen natürlich getröstet, dass er das nicht am Anfang seines Lebens sagt, sondern auf dem Höhepunkt, ja eigentlich schon über dem Zenit, am Ende, in der Ziellinie seines Lebens sagt, dass er dieses Liebeslied da in ganz besonderer Weise da eben präsentiert. Das ist über Jahrzehnte entstanden, diese Gemeinschaft, diese Beziehung, diese Intimität zum lebendigen Gott. Auch viel Not, viel Bedrängnis des David haben genau das bewirkt. Der wäre nie in diese Beziehung hineingeraten, wäre er nicht jahrelang durch die saulische Krise marschiert. Nie. Sondern genau dadurch hat Gott ihn immer stärker, immer klarer, immer deutlicher, immer geheimnisvoller an ihn selbst, an Gott selbst gebunden. Dass Gott für ihn nicht nur der Gabenautomat ist, der regelmäßig das abzuliefern hat, was man so braucht fürs Leben. Dass er gemerkt hat, Gott ist viel, viel mehr. Gott ist für mich die Liebe pur. In dieser Beziehung ist mein Ein und Alles drin. Aber natürlich fragen wir uns auch, warum steht das überhaupt in der Bibel? Sie präsentieren ja auch nicht gerade ihre Liebeslieder und Liebesbriefe allem Volk. Warum will Gott, dass das in der Bibel steht? Natürlich zuallererst, damit wir davon in Kenntnis gesetzt werden, dass es sowas gibt. Dass es sowas gibt. Dass es zum christlichen Glauben ganz entscheidend mit dazugehört, dass man so mit Gott leben kann. Und natürlich auch einen riesengroßen Dank strömt von David über diesem Liebeslied zu dem entgegen, den er liebt und von dem er geliebt wird. Ein riesengroßer Dank. Wir werden in Kenntnis gesetzt. Wir nehmen teil an der Dankbarkeit. Wir nehmen natürlich teil an dem, dass David gar nicht den Mund halten kann von dem, was ihn so dermaßen erfüllt. Und natürlich ist er dann auch auf den Geschmack gekommen, der Leser. Denn der das erlebt, der sagt, das will ich auch. Wenn David so leben kann mit Gott, wenn der Glauben des alten Bundes so leben darf, dann dürfen wir doch als oder der männliche Gemeinde in dem Geist, der in uns wohnt, auch in diesen Spuren, auch in dieses Lied hinein. Ja, das dürfen wir. Und dann entdecken wir natürlich, dieser Psalm hat nochmal eine ganz andere Erfüllungsebene, wenn wir ihn jetzt von Jesus her lesen. Ist ja klar. Alle Psalmen haben ihre letzte Erfüllungsebene in Jesus, das ist ja klar. Aber hier springt es einem ja förmlich ins Auge. Denn wenn jemand seine Liebesbeziehung zum Vater, zu Gott thematisieren kann und sie uns in einer einzigartigen Weise vorgelebt hat, dann doch Jesus. Alles, was hier steht, der ganze 63. Psalm, können Sie 1:1 auf Jesus übertragen. 1:1. Das ist der eigentliche Davidide, das ist der eigentliche Messias, das ist die eigentliche Erfüllung, das ist das Geheimnis zwischen Vater und Sohn, der 63. Psalm. Und jetzt sehen Sie Jesus, Sie sehen ihn doch in den 3 Jahren. Sie sehen doch, wie er mit dem Vater gelebt hat. Sie sehen doch, wie er früh morgens schon unterwegs war, wo die alle noch ihr Durchschnittsnickerchen gemacht haben und wie er die Nacht hindurch im Gespräch war mit dem Vater. Sie sehen ihn doch. Sie sehen ihn doch. Und das war kein Pflichtprogramm. Das war nicht angeordnet von irgendeinem kirchlichen Gesetzesparagrafen. Sondern wie soll denn der Sohn auf dieser buckligen, verrückten Erde leben können, wenn er nicht diese heilende Gemeinschaft mit dem Vater, dieser Liebesgemeinschaft gehabt hätte? Wie hätte er das durchhalten sollen, diesen täglichen Wahnsinn, dem er ausgesetzt war? Wie, wenn nicht als Geliebter und Liebender leben in der Gemeinschaft mit dem Vater? Und natürlich wissen wir, dass alles auf dieser Erde ist doch nur Vorgeschmack, doch nur billiger Vorgeschmack. Was wird das sein, Schwestern und Brüder, was wird das sein? Wenn das Wort aus dem Propheten Jesaja gilt, meine Augen werden den König sehen. Wenn der Psalm in Erfüllung gilt, für jeden von uns im Psalm 17, wenn ich erwache, dann werde ich satt werden an deinem Bild. Dann erfüllt sich aller Anbruch an Liebesgemeinschaft auf dieser Erde, noch einmal in einer ganz anderen Dimension, wie wir es alle noch nicht begriffen haben. Aber darauf gehen wir zu. Darauf dürfen wir, die wir Jesus Christus kennen und lieben, zugehen. Und jetzt? Was machen wir denn jetzt? Ich muss zugeben, ich habe relativ lang überlegt, was ich jetzt mit Ihnen mache. Nein, Sie erwarten meine 3 Punkte. Denkste. Gerade heute, ich sehe es, keine Sorge, ich sehe es, wo es schon 10:55 ist, habe ich 12 Punkte. Wissen Sie, was ich gerne mit Ihnen machen möchte?
Ich möchte gerne so wie früher in diesen kleinen Bildchen. Kennen Sie noch? Liebe ist. Kennen Sie das noch? Komm, wir machen das mal. Wir machen 12 Mal, was Liebe ist. Was Liebe ist bei David. Wie David das erlebt hat. Und zwar wechselseitig, wie es zu Liebe gehört. Also wie er liebt und wie er Liebe empfängt. Und wie beides auch zusammenspielt. Und wissen Sie, wie bei allen Liebesliedern, das bleibt furchtbar einseitig. Sie werden viele, viele ganz wichtige, zentrale Aspekte der Liebe komplett vermissen. Was kriegen Sie denn hier mit? Sie kriegen den Einblick in die Geschichte einer Liebe zwischen einem Glaubenden und seinem Gott. Sie kriegen den Einblick. Und wir nehmen teil. Und jubeln innerlich über jeder Definition den großen Liebenden zu. Danken ihm, dass er uns in Kenntnis setzt über das, was Liebe ist. Und kriegen den Geschmack, selbst in diese Liebesbeziehung hineinzugehen oder sie auszubauen oder innerlich es abzunicken und zu sagen, ja, genau so ist Liebe bei meinem Vater im Himmel, bei Jesus Christus. Was ist Liebe? Liebe ist, dich wie Wasser in der Wüste zu finden. Liebe ist, dich wie Wasser in der Wüste zu finden, sagt David. Ohne dich, Gott, bin ich ein Verdurstender. Es geht nicht darum, dass ich ab und zu mal noch ein bisschen zusätzlich zu meiner völligen Sattheit noch einen kleinen Schluck aus der religiösen Pulle nehme. Sondern wenn ich dich, meinen Vater, wenn ich dich, den lebendigen Gott, nicht habe, dann verdurste ich. Ich gehe vor die Hunde. Ich gehe drauf. Ich kann nicht leben ohne dich, Vater. Und das mache ich schon dadurch deutlich, dass ich schon von Tagesanfang an auch wieder zu dir kommen muss. Der Glauben des alten Bundes sah sich ausgeklingt während der Nacht aus dieser intensiven Wahrnehmung der Gottesbeziehung. Also muss ich morgens ihn wieder suchen. Ich muss wieder reinkommen. Ich muss mich wieder verbinden, eindocken in diese Gemeinschaft mit meinem Gott. Früh suche ich dich. Ich muss dich haben. Ich will diesen Tag nicht anfangen, ohne dass ich dich nicht habe. Das ist doch, was nachher dann auch in Jesaja 50 der große Messias sagt, du hast mir das Ohr geöffnet. Jeden Morgen höre ich, wie ein Jünger hört. Nicht, weil ich muss, sondern weil ich will. Wie sollte ich einen Tag anfangen, ohne dass du mir nicht begegnet bist, ohne dass du mir nicht Wasser gegeben hast in der Wüste meines Lebens? Liebe ist, dich wie Wasser in der Wüste zu finden. Ich brauche dich alle Zeit, haben wir im alten Lied gesungen. Ich brauche dich alle Zeit. Ohne dich, mein Gott, geht das nicht. Ohne dich geht auch dieser Sonntag nicht. Und schon gar nicht der Montag und der Dienstag und der Mittwoch auch nicht. Ich muss dich finden wie Wasser in der Wüste. Liebe ist es, so sagt uns David, Liebe ist es, deine Worte hören zu dürfen. Liebe ist es, deine Worte hören zu dürfen. Ich schaue aus nach dir. Nach dir schaue ich aus in deinem Heiligtum. Was meint er denn damit? Natürlich war er in dieser Phase weit entfernt vom Heiligtum. Sie wissen das ja, dass er die Stiftshütte dann eben sowieso nicht da war und die Bundeslade er mit Ach und Krach dann nach Jerusalem gebracht hat. Aber wenn David vom Heiligtum spricht, dann meint er eben ja nicht, dass er endlich die Bundeslade da ist, dass er später den Tempel gebaut, auch alles, sondern wenn das Heiligtum gemeint ist, dann ist dem Heiligtum zum einen natürlich das Opfer gemeint, ganz klar. Da finden die Opfer statt. Da wird auch der Lobpreis Gottes angesetzt, ganz klar. Aber das aller Wichtigste im Heiligtum ist, da ist Gott und redet. Das war es, das Geheimnis des Volkes, dass Gott in der Mitte ist, nicht nur einfach als Kultfigur, sodass das klar war von Anfang an zwischen den Cherubim schon Mose, hörte er die Stimme des lebendigen Gottes. Und wenn der echte Glauben des alten Bundes ins Heiligtum geht, dann doch nicht, um irgendwelchen Kult durchzuziehen, sondern Liebe zu erfahren. Wodurch Liebe zu erfahren? Dass der allmächtige Gott sich herunterlässt und uns was sagt. Welch größeres Zeichen der Liebe kann es geben, als dass Gott sich erbarmt und mit uns redet, uns was sagt. Das war doch David. David war es, der ihm dann das sagt im Psalm 108, im Psalm 60. Gott hat in seinem Heiligtum geredet. Doppelpunkt, Anführungszeichen unten. Das ist pure Liebe für mich, dass Gott zu mir redet. Liebe ist es, deine Worte hören zu dürfen. Liebe ist es für mich,
auf deine Zuwendung, sich absolut verlassen zu können. Liebe ist es, für mich auf deine Zuwendung, sich absolut verlassen zu können. Deine Güte, deine Gnade, deine gesamte Zuwendung zu mir ist besser als der ganze Rest meines Lebens. Was sagt denn David damit? Ist er ein Lebensverneiner? Nein, überhaupt nicht. Aber er bringt zum Ausdruck, mein Leben ist ein Torso. Mein Leben ist ein Wrack. Mein Leben ist eine Ruine. Mein Leben ist komplett unvollständig. Wenn der lebendige Gott nicht da hineinkommt, womit denn? Mit seiner Güte. Güte macht Leben erst zum Leben. Zuwendung Gottes für mich. Seine Gnade, sein Zuspruch, sein Ja, seine Setzung, sein Bund, seine Wahl, sein Beschluss. Das ist es. Deine Güte ist besser als Leben. Deswegen können Menschen, die voll sind von der Güte Gottes, die voll sind von den Zuwendungen Gottes, auf so unglaublich viel verzichten, was sonst eigentlich zum Leben gehört. Fragen Sie mal die verfolgten Christen. Die ganzen Kladderadatsch, der für uns so wesentlich ist, ist für sie der Torso. Wenn sie nur eines haben, dass der lebendige Gott Tag für Tag sein heiliges Ja, ich liebe dich, in ein kleines, erbärmliches, irdisches Leben hineinspricht. Was wollen wir denn sonst mehr? Was wollen denn sonst mehr? Liebe ist, dass ich mich auf deine Zuwendungen absolut, ohne Ausnahme, hundertprozentig verlassen kann. Das ist es. Liebe ist, dass ich dich immer wieder besinge mit meinen Lippen und meinen Händen. Ach, was macht der Geliebte, was da macht er? Natürlich redet er gut, er preist, er ehrt, er lobt, er nennt den Namen, er erhebt die Hände, er erlebt von dem Satz, wes das Herz voll ist, des geht der Mund über. Aber ganz, ganz wichtig, bitte, ganz, ganz, ganz wichtig, auch wenn ihr Herz nicht voll ist. Das Bekenntnis in der Ehre zu Gott im Lobpreis der Gemeinde erklingt nicht nur, wenn ihr Herz voll ist. Manches Mal geht es auch andersrum. Oft geht es andersrum. Dass mein Herz hier um 10 Uhr alles andere will, als ihn zu loben. Und dann gebührt ihm die Ehre, ihm dem, der mich liebt und den ich liebe. Und dann werde ich ihn nicht mit der Muffeligkeit meiner Stimmung bestrafen. Und groß schweigend hier sitzen. Sondern ich werde ihm gehorchen und seinen Namen erheben. Gott ist gegenwärtig. Ihm sei das Lob. Und das merkt die Gesamtgemeinde. Wenn nur die in der Gemeinde singen, die in Stimmung sind, oh, dann gnade uns. Wenn aber die singen, die den Ewigen lieben und ihm gehorchen, dann wird hier ein Lobpreis erschallen. Und dann kann aus der Muffeligkeit unserer Stimmung der Lobpreis des Ewigen werden. Und dann bekennen wir unsere Liebe zu ihm. Und das wird man akustisch wahrnehmen und optisch sehen. Und es wird ihrem Herzen und meinem Herzen gut tun. Und es wird ihm die Ehre geben. Liebe. Liebe ist wie ein Festessen. Das können Sie nicht entdecken, weil das so nicht dasteht. Luther übersetzt, das ist meines Herzens Freude und Wonne, aber das steht nicht da. Es steht eigentlich da, wie an Fett und Mark und Öl sättigst du mich. Ich weiß, es ist der pure Horror für alle Ernährungswissenschaftler. Und es wird noch schlimmer. Nehemia sagt uns im großen Festessen, esst Fettes und Süßes. Lebendiger. Wie kannst du das Deutschen sagen? Ja? Aber Sie wissen, was gemeint ist, natürlich. Das große Festessen, zu dem Josef seinen alten Vater Jakob eingeladen hat. 1. Mose 45, 18. Komm nach Ägypten, da gibt es Fettes. Der Fettschwanz, den Samuel aufgehoben hat, für den Königsprätendanten, für Saul.
Und eben Nehemia 8, Vers 10, freut euch am Herrn. Die Freude am Herrn ist eure Stärke. Da gibt's nicht Kneckebroten FDH. Da gibt's ein fettes und süßes. Was heißt denn? Das ist etwas, was die Sattheit, die Qualität, die Fülle zum Ausdruck bringt. Liebe ist es bei dir wie bei einem Festessen. Wie bei einem Festessen satt zu werden. Schon beim Vorbereiten heute Morgen habe ich mich da dauernd versprochen. Wie bei einem Festessen satt zu werden. Mein Gott ist nicht sparsam. Mein Gott ist nicht sparsam. Kennen Sie meinen Gott? Manches Mal sitze ich morgens da und denke, Herr, das ist zu viel für einmal. Und dann sagt er mir, ich habe für morgen auch noch was, keine Sorge, riss ruhig auf. Danke für das, was du sagst. Danke für das, was du bist, mein Gott. Danke für die Art, wie du dich mir zuwendest. Danke, dass ich von deinem Tisch so satt weggehen darf. Danke für das Festessen bei dir. Danke für diese Liebe. Liebe ist, dass ich mitten in der Nacht manchmal nachdenkend mich an dir freuen kann. Und zwar nicht nur, oh Mann, jetzt bin ich doch wieder wach. Sondern es heißt dir, Nachtwache für Nachtwache, macht mir überhaupt nichts aus. Die Stunden gehen dahin, ist doch egal. Hauptsache was? Hauptsache ich bin mit meinem Gott zusammen. Und dann denke ich über dich nach und freue mich an dir, meinem Gott. Was für eine gute Beschäftigung, wenn Gott sie wach hält. Wenn Gott sie wach hält. Schlafen können sie immer noch. Warum ist die Nacht so wichtig? Weil endlich Ruhe ist. Endlich ist Ruhe. Der ganze Trupp, die ganzen Gedankenwelten, die ganzen Arbeitsprozesse, die ganzen Menschen, die an ihnen zerren, die ganzen Forderungen, alles ist vorbei. Niemand will meistens was von ihnen in der Kernzeit zwischen 1 und 5. Dann ist Gott da. Sagt, ich bin da und ich liebe dich. Willst du mit mir ein bisschen Zeit verbringen? Sag, ja, das ist eine gute Idee. Und dann freue ich mich an meinem Gott. Nachtwachen. Liebe, das ist es, dass wir andauernd die vielfältige und letzte Hilfe Gottes erleben. Dass wir andauernd vielfältige und letzte Hilfe Gottes erleben. Du bist mein Helfer. Ich weiß nicht, wie lang Ihre Liste ist. Bei mir reicht eine normale Liste nicht mehr aus. Das ist ein Buch. Das ist eine glatte. Das ist ein Mehrbänder der Hilfe Gottes in Ihrem und meinem Leben. Danke, dass du, mein Gott, mich so liebst, dass du hilfst. Du hilfst durch die Banalitäten meines Alltags hindurch. Du hilfst in den großen Tragödien, in den Schlägen. Du hilfst, du hilfst. Was für eine Liebe kommt mir von dir entgegen. Und danke, dass ich den kenne, der den Namen trägt, die Hilfe. Das ist Jesus. Der hat den Namen, Helfer. Mit dem bin ich zusammen. Mit dem lebe ich. Der ist die Mitte meines Lebens. Und dann ist Liebe, dass ich Zuflucht finde in allem bei dir. Das ist eine Formulierung, die mich immer wieder berührt, weil sie ja nicht von irgendeinem schwachbrüstigen, armseligen, resignativ wirkenden Durchschnittschristen stammt, sondern von einem militärischen General des Alten Testamentes von David. Von einem Heerführer. Von einem, der sehr wohl wusste, wie man das Schwert zu benutzen hat. Und der nimmt dieses Bild, er nimmt es oft. Das Bild von den Schatten der Flügel, das Bild von den Adlersflügeln, das Bild von der Henne mit ihren Küken. Das ist das Bild, das der große, starke David nimmt und sagt, so habe ich mein Leben geschafft. Das wissen die meisten nicht, meint das auch egal. Aber so habe ich mein Leben geschafft. Ich habe Zuflucht gesucht unter deinen Flügeln.
in den Entscheidungen, die zu treffen waren, die kein Mensch verstanden hat, in den Dingen, die nicht zu erklären sind, in den Lasten, die zu tragen sind, in den Wegen, die zu gehen sind. Ich habe Zuflucht gesucht unter dem Schatten deiner Flügel, da konnte ich es aushalten. Da konnten oben drüber die Raubvögel fliegen und ich war unter dem Schatten dieser Flügel, dieser Henne wie ein Küken. Liebe, Liebe ist für mich diese Geborgenheit bei dir zu erleben, bei dir, meinem Gott. Liebe ist, so sagt dir uns David in einer fast intimen Weise, das ist unglaublich, Liebe ist, mich ganz fest an dich dran zu hängen. Mich ganz, ganz fest an dich dran zu hängen. Es heißt hier, meine Seele hängt an dir. Meine Seele hängt an dir. Es heißt, ich klebe mich hinten an dich an. Das kriegen wir im Deutschen gar nicht hin. Ich klebe mich hinten an dich an. Das gibt bei uns keinen Sinn. Aber wir verstehen das Bild. Das Bild ist natürlich zum einen, ich will in gar keiner Weise mehr von dir los, Herr. Das ist nicht nur eine ab und zu mal Beziehung, ich tauche bei dir auf, sondern wo ich dran klebe, da komme ich ja nicht mehr von weg, da bin ich dran. Und ist auch das andere, was David sagt, du bekommst mich auch nicht mehr los, Herr. Du bekommst mich jetzt nicht mehr los. Und das, was hier steht, dieses Wort, was hier in der hebräischen Sprache steht, das ist das Wort für Klebstoff, für Uhu im Alten Testament. Ja, das nehmen Sie doch mal zwei Seiten und machen Sie mal einen Spur U dazwischen. Das geht alles nur kaputt, das kriegen Sie nicht mehr auseinander. So sagt David, so klebe ich an meinem Gott, der kriegt mich nicht mehr los. Das ist das Bild, das die Bibel im Schöpfungsbericht für die Gemeinschaft von Mann und Frau gebraucht. Ein Mann wird Vater und Mutter verlassen und an seiner Frau kleben, Uhu, ja, kleben. Das ist gemeint. Aber jetzt das Besondere, was hier genannt ist, das Besondere ist jetzt eben, dass nicht nur das gemeint ist im Sinn von, wir sind zwei gleichwertige Partner, wie es in einer Ehe, sondern jetzt sagt er eben, ich klebe mich hinten an dich dran. Ich weiß ganz genau, neben dir, das ist ja Quatsch, vor dir, welcher Blödsinn, ohne dich gleich gar nicht, aber Herr, hinten klebe ich mich an dich dran. Was passiert denn, wenn der vorwärts geht? Ach, dann zieht er sie gerade mit. Und wenn er stehen bleibt, dann bleiben sie auch stehen. Und wenn er rechts geht, dann zieht er sie rechts. Ich kann nicht anders. Ich hänge an dir dran. Liebe ist, dass ich mich an dich dranhänge. Und die andere Seite ist, Liebe ist, sagt dir David, dass ich die Garantie deiner Rechten zugesprochen bekommen habe. Ich habe die Garantie deiner Rechten zugesprochen bekommen. Für alle Linkshänder, es ist so. Die Recht ist das Entscheidende im ganzen biblischen Text. Ja? Linkshänder, ganz wenige. Aber Recht, die rechte Hand ist die, Psalm 118, die rechte behält den Sieg. Erhebe deine Rechte, Herr, mit Macht. Führe deine Rechte zum Sieg. Und jetzt sagt hier David, ich habe die Garantie, dass die Rechte Gottes mich hält. Wie sollte er das nicht bewältigen, was mich bestimmt? Wie sollte er nicht sich tatsächlich zu mir äußern können? Wie sollte er nicht Möglichkeiten haben, das auszuführen, was er sich vorgenommen hat? So sieht es aus. Die Rechte, das ist Liebe, dass mir die Garantie dieser Rechten zugesprochen wurde. Liebe ist, dass ich mich freue, dass es dich für mich gibt. Der König freut sich in Gott. Der König freut sich in Gott. Das Wort steht genau da, wo das größte Chaos um David herum sich dreht. Mitten der ganzen absalomischen Staatskrise und Privatkrise des David sagt er, und ich, der König, freue mich in Gott. Lesen Sie mal die absalomischen Texte, dann spüren Sie etwas von dieser inneren Distanz, die David einnimmt, bei aller Not, bei allem Drama, aber innere Distanz, die man nur verstehen kann, wenn man weiß, dieser Mann ist in diesen Augenblicken geliebt und gehalten im lebendigen Gott. Das haben wir ja am ehesten in diesen reformatorischen Liedern, was hier David macht, dieses ein bisschen trotzig freche. Ja, ihr könnt sowieso machen, was ihr wollt, sagt er. In der absalomischen Krise. Das ist sowieso. Ihr könnt euch noch 10-mal rumdrehen. Ist egal. Ich bin in Gott. Und Gott wird das schon so hinauswenden, wie er es sich vorgenommen hat. Und das Letzte. Liebe ist, in Verbindlichkeit zu dir sich glücklich schätzen. In Verbindlichkeit zu dir sich glücklich schätzen. Das, was hier mit dem Schwören gemeint ist, nimmt ja das 5. Buch Mose auf. Du sollst den Herrn, deinen Gott, fürchten, ihm dienen und bei seinem Namen schwören.
Das ist die Triologie. Du sollst fürchten, dienen, schwören. Das ist immer ein Bild für die Treue, für die Zuverlässigkeit, für die Wahrheit, für die Verlässlichkeit. Ich stehe zu ihm und in der Verbindlichkeit zu ihm, ich schwöre bei ihm, ja, in der Verbindlichkeit zu ihm, erlebe ich mein Glück. Das ist Liebe. Gott wird groß, oder? Gott wird groß. Mensch, was haben wir es gut? Und das will ich auch. Dürfen Sie? Dürfen Sie? Schreiben Sie Ihr Liebeslied. David wird sagen, Liebe ist, dich wie Wasser in der Wüste zu finden. Liebe ist es, deine Worte hören zu dürfen. Liebe ist es, auf deine Zuwendung hin sich absolut verlassen zu können. Liebe ist es, dich immer wieder zu besingen, mit Lippen und Händen. Liebe ist es, bei dir zu sein und wie bei einem Festessen satt zu werden. Liebe ist es, mitten der Nacht nachzudenken und sich an dir zu freuen. Liebe ist es, andauernd deine vielfältige und letzte Hilfe zu erfahren. Liebe ist es, Zuflucht zu finden in allem bei dir. Liebe ist es, mich ganz fest an dich hinten dran zu hängen. Liebe ist es, die Garantie deiner Rechten zugesprochen zu bekommen. Liebe ist es, sich zu freuen, dass es dich für mich gibt. Liebe ist es, in Verbindlichkeit zu dir sich glücklich zu schätzen. Ich bin geliebt. Und ich will dich lieben, Jesus. Mein König und mein Gott. Wir wollen miteinander beten und ich bitte Sie dazu aufzustehen.